So. Wie weit komme ich? Ah, okay. Wir werden jetzt hier alles mit Straßenbahnen tatsächlich vernetzen. Weil ich schon ganz gerne möchte. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Geld in die Hand, weil ich schon ganz gerne möchte, dass die Leute ordentlich... Ach, der Fuck, ey. Dass die Leute hier ordentlich irgendwo hinkommen. Habe ich aber hier tatsächlich ein Problem, ne? Nee, habe ich nicht. Habe ich doch nicht. Hier habe ich es allerdings schon. Weil hier endet dann meine Straßenbahnmöglichkeit. Deswegen muss ich dann jetzt hier eine komplexe Kurve. Nee, brauche ich nicht. Brauche nur eine Kurve. Okay, das war Bullshit. Ich würde schon jetzt zusehen, dass ich hier eine komplexe Kurve baue. Und jetzt hier einmal. Rumgehe. So. Das heißt, die Straßenbahn kann hier hinten ausfahren und kann wieder zurückfahren. Dann haben wir hier keinen Knoten drin. Das heißt aber noch nicht... Jo, bis gleich, Poggi. Das heißt aber jetzt noch lange nicht, dass wir auch tatsächlich alles genauso machen können, wie wir es hier wollen. Das heißt, wir müssen ja eben die Straßenbahnhaltestellen platzieren, wovon wir bei einigen einfach noch nicht wissen, wie es läuft. So, wir werden deswegen eine hier unten platzieren. Das ist eigentlich dumm. Also eigentlich ist das doof, weil... Mein Hauptgebiet ist hier. Ich will, dass die Leute von hier möglichst nach da kommen. Macht also jetzt überhaupt gar keinen Sinn, ich zum Beispiel sage, ich will eine Straßenbahn hier. Ich möchte sie wieder hier. Danach möchte ich sie ganz gerne... Hier. Und dann soll die wieder zurück. Und dann sage ich noch, okay, wir bauen eine. Ja, und auch da erkenne ich natürlich wieder mein Problem. Ich habe ja hier keinen U-Turn. So, dann sage ich, ich möchte was ganz gerne hier. Dann sage ich hier. Und hier. So, und jetzt geht's los. Jetzt sage ich hier, hier, hier. Dann zurück. Hier unten lang, da lang. Zack. So. Linie fertig. Jetzt müssen wir nur gucken, wenn die Linie fertig ist, wird sie erstmal mit 6 Haltestellen brauche ich keine 6 Fahrzeuge. Das reichen wirklich... 3 am Anfang. Und den Ticketpreis, den nehmen wir auch runter. Ich will, dass die Leute damit fahren. So. Jetzt soll das laufen. Jetzt haben wir hier... Ach, verdammt. Oh mein Gott. Wir haben ja ganz vergessen, das Straßenbahndepot muss ja auch hier ran. Das sieht natürlich jetzt hier alles richtig scheiße aus. Ach, deswegen müssen wir das auch wieder anpassen. So. Straßenbahn on the way, ne? Ja. So. Straßenbahn fahren, das bedeutet... Warum ist das eure erste Haltestelle? Was macht ihr hier?
warten wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus. Um die Taktung ein bisschen nochmal zu normalisieren. Ja. So, und jetzt müssen wir halt nur gucken, wird sich das rentieren, lohnt sich das hinterher? Wir haben relativ viele Taxis, die uns unterwegs sind. Wir können also auch einen Taxistand noch zwischendurch bauen. So, und dann haben wir jetzt hier eben entsprechend unser Industriegebiet, wo wir sehr viel investieren im Sinne von Arbeitsplätzen. Das können wir hier nicht machen, aber so können wir es machen. Sieht ein bisschen scheiße aus. Deswegen werden wir das auch ein bisschen anders machen. Sieht immer noch kacke aus. Oh, Moment. Ja, ich hab das Problem erkannt. Nee, warte mal, wir machen jetzt so und dann. Nee, auch nicht. Boah. Dann machen wir es halt ganz anders. Ja, auf zu heulen da. So. Und jetzt können wir hier auch noch Industrie mit ranbauen. Das wird uns helfen, früher oder später. So, wir haben die Haltestelle ja hier hingebaut. Das heißt, wir werden jetzt früher oder später... Nee, hier ist sie. Bevor, wartende Passagiere. Sind halt auch nicht viele Passagiere, ne? Das muss man natürlich auch sehen. Wir haben den Preis auf 3 Dollar runtergesetzt. Das wird mit Sicherheit helfen, aber wir werden mal 2 Dollar nehmen. Wir werden das mal ein bisschen günstiger machen. So, jetzt mag vielleicht noch nicht der ein oder andere das benutzen, weil wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch Potenzial haben, um noch was zu bauen. Wir werden das jetzt auch eben mal hier ein bisschen wieder ansetzen. Dass hier mal wieder ein bisschen was reinkommt. Werden dann auch hier zwischendrin mal ein bisschen was bauen. So. Ein paar Wege wären ganz nett gewesen wahrscheinlich, aber das gibt es jetzt halt gerade leider nicht so. So, und wenn wir jetzt hier unten ja auch die Möglichkeit haben, hier ist das glaube ich, hier können wir dann auch ein paar Offices bauen. Ist ja auch ganz gut, wenn die Offices quasi genau hier dran sind. An den jeweiligen Punkten. So. Das passt. Signature-Gebäude. Wenn wir natürlich hier hin bauen. Hier gibt es ja auch ein paar Parkplätze.
Und wir werden vor allen Dingen auch noch, müssen wir mal gucken, was ist denn die Grundschule eigentlich da? Die hat auch einen Playground. Die haben wir hier eigentlich irgendwas? Hier hätten wir ein Sportsfield, was wir nicht anbauen können, weil... Geht nicht! Oder wir müssen, die Straße hier wegputzen. Und die halt auch. Dann macht das hier aber nicht mehr sehr viel Sinn. So viele Fragen. So, man könnte natürlich jetzt zusehen, dass hier dann das auch nach herangezogen wird, dass das hier so ein bisschen einen Abschluss bildet. Das könnte man jetzt hier einfach erstmal so stehen lassen. Hier oben könnte man dann das auch erstmal so stehen lassen. Wir könnten jetzt hier natürlich noch ein paar Gebäude hinzuklatschen zum Einkaufen. Das gelte ja für hier unten theoretisch auch. Wo wir dann sagen, hier bauen wir so ein paar Dinger dran. Vielleicht nochmal gucken, ob wir hier unten nochmal ein Büro haben. Wir haben ja hier auch irgendwo nochmal eine Haltestelle eingebaut. Ich glaube, hier könnte man theoretisch auch ein Büro hinklatschen. Oder zwei kleinere Büros. Das ginge auch. So, und ich hatte vergessen, dass wir da überall, wo wir diese Straßen haben... jetzt habe ich die Dinger zerstört. Egal, nicht schlimm. Bauen wir einen Diamantkreisverkehr. Halt, stopp, wir brauchen hier keine. Gott, sieht das hässlich aus. Meine Fresse, das ist schon wieder für mich blanker Huhn. So, ich möchte, dass wir von hier starten. 20, also 45, 90. 45 Grad, wenn ich davon ausgehe, dass das 180 sind, sind wir bei 45 Grad, bei 135. Das wäre das. Ich mache 20 Einheiten. So, dann gehe ich hier und sage, ich mache 20. Halt, Hilfslinien aus. Ich mache, ich gehe hier und sage, ich mache 20 Einheiten. Gehe hier hin und sage, mache 20 Einheiten. Dann gehe ich hier hin zurück. 20 Einheiten. Und jetzt verbinde ich. Verbinde ich den ganzen Müll hier wieder mit der Außenwelt. Und muss natürlich jetzt auch dafür sorgen, dass wir hier wieder die Verbindung haben. So. Haben wir jetzt wieder. Hi, wieder willkommen zurück. Okay. So, Verbindung haben wir. Der Diamantkreisverkehr ist äußerst schön geworden. Wir werden da vielleicht auch irgendwas in der Mitte platzieren. Vielleicht auch nochmal ein paar Bäumchen pflanzen. Mal gucken. Wir können eigentlich tatsächlich mal schauen, wenn wir eh sagen hier. Das ist noch nicht so intuitiv, aber es wird bestimmt auch irgendwann besser.
Okay. Leute, bevor ich jetzt hier gleich ausraste. Oder ich einfach auch näher ranzoomen könnte. Und jetzt könnte ich sagen, baue ich. Eigentlich müsste man auch tatsächlich so ein bisschen zufällige Rotation. Könnte ich jetzt sagen, ich baue jetzt hier eine Linie, hier eine Linie, hier eine Linie und hier wieder eine Linie. Und theoretisch könnte ich sogar sagen, hier drin, oh fuck, ist die Mitte, baue ich noch sowas. Nicht hundertprozentig die Mitte gewesen, ne? Ist mir auch aufgefallen. So, brauche ich noch sowas und ach, herrje. Jetzt habe ich ein Viereck und einen Kreis da drin. Man kann ja auch noch die Variationen einstellen und ich wünschte, man könnte noch ein bisschen so mehrere Bäume auswählen und sagen, so, weißt du was, hast du schon mal drüber nachgedacht, mehrere Baumvariationen zu nehmen? So eine Edelkastanie da mal rein zum Beispiel? Nee? Schade. Weil jetzt könnte ich hier natürlich auch sagen, habe ich wieder alles zunichte gemacht, was ich eben gebaut habe. Da werden mal ein wunderschöner Wald entstehen. Ihr müsst mir nur vertrauen. Da wird ein wunderschöner Wald entstehen. So, meine Nachfrage nach Wohngebieten ist quasi nicht mehr existent. Weil die Leute schreien unglaublich nach Industrie. Und vor allen Dingen auch nach Einkaufsmöglichkeiten. Wobei ich mir dann immer denke, hä? Why? Wofür braucht ihr Einkaufsmöglichkeiten? Also hier können wir vielleicht mal so eine Gas Station hoffentlich bauen. Also vielleicht bauen sich da dann Tankstellen hin. Aber meine Nachfrage zum Beispiel hier, Besteuerung, kann ich ja nochmal runtersetzen. Kann sagen, hier nur noch 3% oder weniger und ich kriege ja trotzdem noch genug Geld. Damit die Leute einfach durch Zahlen von weniger Steuern mehr in der Tasche haben. Und dann auch wieder Leute natürlich hier in die Stadt rein wollen. Weil die meisten beschweren sich ja hier über hohe Mieten. Und dann denkt man sich so, ja, blöd gelaufen. Ach so, College. Die haben es eingedeutscht. Hier steht Fachhochschule. Da oben steht College. Egal. So, wir bauen hier ein College. Das hat uns ein bisschen Kohle gekostet, aber hey. Wir bauen hier noch eine Bibliothek dran, damit das alles kluge Köpfe wären. Und werden jetzt eine Straßenbahnhaltestelle hier hinzufügen. Und jetzt beginnen wieder unsere 14 Probleme. Denn ich habe ja jetzt eine bestehende Linie, die so rumgeht. Also so, so, so rum. So, wenn ich natürlich jetzt wieder eine Linie dazwischen baller, weil ich hier
Dingens habe, dann bräuchte ich eigentlich einen Hub. Klingt jetzt blöd, aber eigentlich bräuchte ich einen Hub, wo ich das alles in eins bündeln kann. Aber sowas hat mich bei den Straßenbahnen nicht. Ich könnte natürlich eine Straßenbahnhaltestelle bauen. Ich könnte Straßen bauen und könnte dann quasi einen Hub bauen per Hand. Aber das ist jetzt natürlich sehr aufwendig. Das müsste man, wenn dann mal so offscreen machen. Oh, das hat sich schon von selbst aufgegeben, da das Gebäude. So, dadurch, dass ich die Besteuerung geändert habe, kommen jetzt hier die Leute mit der Nachfrage natürlich wieder nach mittlerer Dichte und Co. Das können wir hier gerne erfüllen. Und wir können tatsächlich auch hier zum Beispiel jetzt mal sagen, wir bauen hier mal so eine Einkaufsstraße hin. Dann nimmt sich nämlich beides mal eben raus. So, und da die immer noch so richtig, richtig übel, dübel Nachfrage haben, wenn wir mal die Gewerbe- und die Industriebesteuerung... Nein, die Industriebesteuerung würde ich tatsächlich auch ein bisschen runternehmen. Ich würde aber das Gewerbe tatsächlich so hoch besteuern, weil der ist mir einfach die Nachfrage viel zu hoch. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. So, was können wir noch für Schandtaten machen? Wir haben inzwischen Wahrzeichen, die wir bauen könnten, aber... Why? So, ich muss mal ganz kurz hier schauen. Wir bräuchten mal so ein Parks, so ein bisschen Parkpflege, mal so größere Parks. Ich finde, so größere Parks sind schon geil, wenn man die mal irgendwo hinsetzen kann. So, da zum Beispiel nicht, weil passt nicht. Aber hier könnte man zum Beispiel richtig cool so einen größeren Park hinsetzen. Das ist so ein großer Stadtpark, der hier passt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja Kai, ist ja alles sehr nett. Aber du Vollidiot hast hier... Der Brush ist aber hoch, ey. Hast hier jetzt Sachen gesetzt und jetzt hast du da Bäume auch vielleicht und... Toll. Aber... Was hilft's, ne? Also. So, und dann kann man hier natürlich wieder ein bisschen drum bauen. Kann hier ein bisschen was machen. In der Hoffnung, dass ich durch die Büsche, die ich dann jetzt hier habe, durch die Bäume, schaffe, dass das irgendwann so ein bisschen grüner ist und dass dieser Stadtpark halt auch wirklich grün aussieht. Mir fehlt halt so ein bisschen die Möglichkeit, so Parks richtig selber zu bauen. Wie bei City Skylines 1. Das wird mit Sicherheit hier irgendwann kommen. Aber bis dahin ist das halt sehr, sehr schade, dass das hier nicht so geht. Ich hätte es mir gewünscht, wir wollen jetzt hier so eine kleine Einkaufsstraße bauen. Ich hätte mir halt gewünscht, dass man hier an der Stelle... boah, die Parkplätze hier sind voll. Alex, wie die Füße, ey. Bauen wir halt noch einen dran. Dass man die Parks halt so selber bauen kann. Verzeihung. So, wir werden mal auch einen Funkmastturm setzen. Einfach weil die Leute darauf stehen, Internet zu haben. Der bringt quasi gar nichts. Aber Rentabilität ist hier von Geschäftsgebäuden ist hier ein sehr hohes Gut. Deswegen muss man theoretisch auch dafür sorgen, dass die Geschäftsgebäude halbwegs gut versorgt sind. Ja, du bist ein Riesending, du kriegst einen Funkmast. Danke, vielen Dank, Hagi. So. Wie sieht es denn mit der Sicherheit aus? Wir gucken mal drauf. So, warte mal. Ist jetzt gerade ein bisschen... Oh, sieht aber gut aus. Feuerwehr ist so, naja... Könnte ganz gut sein. Könnte aber auch besser sein. Ich treffe B in letzter Zeit nicht mehr. Irgendwie meine Tastatur verändert oder so.
So, auch der Parkplatz ist relativ vollzügig. Das bedeutet, wir werden doch einmal nochmal in so ein Parkhaus investieren, in so ein Tiefgaragengebäude. Und werden dann mal gucken. Telekommunikationsturm ist später. Sportparks werden noch möglich. U-Bahn, ja, wir brauchen jetzt noch nicht übertreiben. Feuerwache ist jetzt auch noch nicht zwingend nötig. Universität wäre natürlich auch ganz gut. Krankenhaus, nee. Strom. Ich würde schon ganz gerne Richtung Geothermalstrom dann mal gehen. Alter. Wir werden so Verkehrsprobleme bekommen. Das schreit mich quasi an. Aber hier jetzt eine Verbindung reinzubauen, ist auch irgendwie dämlich. Hier mache ich mal eben so eine am Friedhof so eine Reihenhaussiedlung dahinter. Die ist so mittendrin. Finde ich aber tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Billige Mietwohnung. Bauen wir hier nochmal eine hin. Direkt ans Reihenhaus mit ran. War wahrscheinlich zu viel, wenn ich das so sehe. Zwischendurch einfach nur so kleinere Gebäude auch setzen. Hier auch so eine kleine Einkaufsstraße hinbauen. Wir sagen, hier habt ihr die Möglichkeiten. Macht was draus. Hier drin kann man dann so ein bisschen auch hier an der Stelle wieder sagen, ich bringe hier ein paar Bäume rein. Die wachsen dann irgendwann und dann hat man da so einen kleinen Innenhof. So, hier macht Parken ja durchaus auch Sinn. Deswegen werden wir hier tatsächlich auch so eine Tiefgarage mit reinbringen. Die wir natürlich auch entsprechend verteuern werden. So, dann haben wir jetzt hier außen sozusagen auch. Das muss ich mal gucken, wie ich das gleich mache. Wenn ich jetzt so sage, ich baue jetzt hier theoretisch an dieser Linie entlang. An der A1. Hier einmal außen lang sozusagen baue ich einmal oh Leute, das ist dieses Überlappen hier, ne? Das ist Bullshit. Weil ich hier die falsche Seite habe oder was? So, zack und zack. Das hier ist Huggy Town. Oh shit. Oh, hier haben wir Stau. Ja, und hier sind dann die Sachen, die dann passieren. Oh fuck. Jetzt kommen wir zu dem Problem, dass wir Autobahnen haben und nur eine Abfahrt. Das Problem hätte ich früher angehen müssen, aber nö. Ja, das ist richtig scheiße. Ich sehe gerade mein Problem. Oh, das wird richtig blöd. Das wird richtig blöd. So, zuallererst. Ihr habt hier ein Problem. Scheinbar. Wo kommt ihr eigentlich her? Wieso seid ihr da? Ach so, weil die hier reinfahren. Ja, ist klar. Ich müsste eigentlich alles umplanen. Ich bräuchte eigentlich eine Autobahnverbindung, die quasi alles umgibt.
Mmh.